Moin und willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8 und wir sind dabei, die Funksteuereinheiten zu produzieren. Und guter positiver Nebeneffekt ist, wir bekommen auch noch Quarzoszillatoren. Zwar ultra langsam, aber wir bekommen sie. So viel werden wir davon auch gar nicht brauchen. Vorerst zumindest. Genau. Ich habe jetzt gerade eben schon den Meilenstein für den Schweberucksack freigeschalten, habe das Ding auch schon an mir. Kostet halt permanent 100 Megawatt, wenn er in Betrieb ist. Sollte eigentlich kein Problem sein. Manchmal, wenn man bei Absturzstellen ist, muss man den halt ausziehen, weil sonst braucht man sau viel Strom. Genau. Das dazu. Wie schaut es denn eigentlich allgemein aus? Ja. Wird schon gehen. Also wir wollen heute auf jeden Fall die Funksteuereinheiten fertig bringen. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Die verstärkten Eisenplatten haben wir ja schon fast. Da brauchen wir jetzt nur noch das Eisen von unten für die Eisenplatten. Kabel sollten wir hinbekommen und das Quarzkristall eigentlich auch. Mal gucken. Gut. Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Freund von dem Schweberucksack. Zum Bauen ist es natürlich ideal, wenn man da schön immer die Position halten kann. Das ist natürlich geil. So, also gut. Wir brauchen 7,5 verstärkte Eisenplatten. 2,5 mal 3, ja genau. Ich habe jetzt schon mal hier den Fabrikator hingestellt. Mit 7,5 Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen verstärkte Eisenplatten. Wir brauchen insgesamt 40 Eisenplatten. Die Schrauben haben wir schon. Die kommen ja. Theoretisch könnten wir das... Ne, können wir nicht. Die müssen wir von vorne dann holen. Und hier habe ich schon eingestellt 45 Eisenplatten. 45? Ja. Das heißt, wir setzen jetzt hier mal einen Splitter drauf. Geht natürlich wieder genau über zwei Elemente. Man kann das auch ohne Abreißen machen, ich weiß. Gut. Das heißt, wir müssen schauen, dass unten noch zwei Eisenschmelzen hinkommen. Wir haben ja genug Eisen. Das ist aber kein Problem, das machen wir einfach so. Obwohl, es wird ein bisschen eng mit dem Stein. Geht aber. Ja, nicht ganz. Doch. Müssen wir das hier nochmal ein bisschen anders machen. Also es sollte hier genug Eisen rauskommen, das ist kein Problem. Also Eisenerz. Das wird so nicht funktionieren. Ich glaube, ich muss einmal... Genau. Eisenbahn. Eisenbahn, Strom fusionieren. Hätte ich schon wieder fast vergessen. Ups. Ja. Eigentlich bräuchte ich da keinen Fusionator mehr hinmachen. Ja, obwohl doch, mit dem MK3-Miner geht ja nochmal einiges. Achso, ja, stimmt. Der sitzt ein bisschen erhöht, weil da unten drunter der Stein ist. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Man sieht es von unten fast gar nicht. Oder von oben. Gut. Ihr produziert schon fleißig, genau. Mal den ganzen Scheiß da reintun. Ah, unten links sieht man, wie viel Reichweite ich noch zum nächsten Strommasten habe. Jetzt füllt sich der Kreis wieder. Ist halt immer so eine Sache, aber funktioniert schon. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt halt hier einmal, Autosave, Gott sei Dank. Hat er gerade eben schon wieder einen Absturz, deswegen konnte ich euch leider nicht zeigen, wie ich den Meilenstein mit dem Schwebedrucksack freigeschalten habe. Aber naja. So. Die Schrauben habe ich ja schon gemacht das letzte Mal. Einmal ein bisschen vorgearbeitet, auch nicht schlecht. Kommt auch nicht allzu oft bei mir vor. Gut, Splitter.
Das bedeutet, wir haben jetzt die verstärkten Eisenplatten eigentlich fertig. Wir müssen jetzt bloß mal gucken, wie man das machen. Also. Nee, war schon richtig. Auch ein bisschen viel Platz, ja. So. Das wäre ja ideal, wenn das so funktionieren würde. Ja, wir haben bloß drei Slots, wo wir brauchen, also es geht. Dann haben wir Quarz. Das könnte ich auch von der Seite noch holen, wenn es ist. Und die Kabel. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall nicht von der Seite. Eher davon hier so. Ja, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich nach dem Umbauen dann gleich. Zack, 1, 2, 3. Deswegen schließe ich jetzt auch noch nicht gleich alles an. Sondern bloß, was fertig ist. Das sind quasi jetzt die verstärkten Eisenplatten. Gut, dann können die jetzt schon mal langsam, aber sicher volllaufen. Dann, ich würde sagen, wir machen mit dem Ekelhaften erstmal weiter. Das ist Kabel, da brauchen wir 14 Stück pro Anlage, kann das sein? Genau, das sind 30, 42. 42 Kabel. Ich könnte natürlich jetzt richtig... Das wären 70 Kabel. Irgendwann bereue ich es wieder. Was ist denn hier los? Ist schon. Die sind schon vollgelaufen. Heftig. Nicht schlecht. Könnte natürlich jetzt wieder mit Schnecken arbeiten. Wie schon gesagt, also ich würde gerne 15 überlassen. Das heißt, wir machen jetzt mal. Dann habe ich jetzt noch 20 zur freien Verfügung. Und die letzten 15 hege ich mir auf, weil wir werden später auf jeden Fall noch welche brauchen irgendwann mal. Ist ja auch nicht so, dass wir keine mehr finden werden. Das kommt ja auch noch dazu. Genau. Also das heißt, wir schauen nochmal hier auf bisschen mehr als 70 kommen. Ja, da können wir gleich alle drei reinhauen. Geil. 75 ist ja ideal. Das heißt, ich habe noch 150 Draht. Aber da muss ich jetzt mal gucken beim Draht, ob ich das. Moment mal, ich nehme die wieder raus. Dass ich da wenigstens ein bisschen was sparen kann. Schade, es geht nicht mehr. Draht, okay. Dann wird das hier drauf fusioniert. Ja, da hat man das Problem, wenn man da einmal keinen Fusionator mehr hinstellt. Ja, brauche ich schon nicht. Naja. Jetzt reiße ich es wieder ab. Ich meine, ich stelle es hier auch hin. Ich werde zwar. Obwohl, Moment mal. Vielleicht könnte ich es ja doch so machen, dass ich mir echt ein paar Schnecken spare. Gut, da habe ich jetzt zwei verballert. Das war jetzt halt einfach so, mein Gott. Aber theoretisch ist es ja relativ easy. Ich kann ja jetzt hier. Ich könnte auch hier nochmal eine hinstellen, eine Anlage. Und hier. Weil allzu verschwenderisch will ich jetzt auch nicht sein mit den Schnecken. Also gut, wir haben 30, 60, 90, 120, 150. Das brauchen wir doch eh, oder? Ja. Dann haben wir uns da schon mal wieder welche gespart. Allerdings. Ja, hier ist noch viel Platz. Muss natürlich jetzt das Kupfer noch da rein. Ja, hier kann ich mir auch sparen, ich weiß, aber wir bauen jetzt einfach den Splitter. Wunderbar. Das passt. Wie schon gesagt, wir müssen dann, oder habe ich letztes Mal gesagt, wir müssen dann zum Kupfer nochmal hinter und auch gucken, ob das Kupfer überhaupt reicht. Wenn nicht, kein Problem, wir schließen einfach noch ein, zwei, drei Anlagen an. Ein bisschen Kapazitäten haben wir noch. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich knallhart von hier jedes Kabel abzwicken. Und zwar da. Das würde ausnahmsweise mal Sinn machen. So, das ist nicht ganz die Mitte von dieser Foundation. Also hier.
Dann setzen wir hier einen Splitter drauf. Gehen hier hoch und dann haben wir das auch schon angeschlossen. Nicht schlecht, geil. Wird doch, wird doch. Halt, ich muss hier noch machen, auf jeden Fall. Darf ich auf gar keinen Fall vergessen, später bei dem Quarzzeug, weil es mittendrin ist. Also zwischen den beiden Förderbändern. Und dann sehe ich es anscheinend nicht, oder wahrscheinlich nicht. Kenn mich doch. Gut, hier lassen wir auch einen Slot frei. Beziehungsweise jetzt kann ich es eigentlich... Ne, wir lassen das mal noch so. Am Ende muss ich es nochmal umbauen. Dann ist das Geschrei groß. So. Also wir brauchen wie viel? 18 mal 3. 60, 54. 54 Quarzkristalle. Ich meine, wenn ich jetzt noch mehr Rohquarz abzwick, die Ressourcen sind natürlich nicht unendlich, klar. Da muss ich auch ein bisschen immer mit einem Auge drauf schauen, aber allerdings haben wir da erstmal noch sau viel da. Ja, da braucht man drei Anlagen. Da braucht man drei Anlagen, die Bombe, aber... Vielleicht sogar auch hier unten rein, weil da haben wir noch Platz und ich glaube nicht, dass wir diesen Platz jemals noch irgendwie voll bekommen. Deswegen. Aber vielleicht macht das Sinn, wenn ich sage. Obwohl, es wurscht. Dann machen wir es bündig mit den anderen Fabriken. Jetzt habe ich hier keinen Strom mehr und stütze ich ab. Eins, zwei. Allerdings brauchen allein die drei Anlagen jetzt schon ungefähr fast 100 Druckwarts. Nicht nur fast, sondern mehr als 100. Allerdings kommt auch ein bisschen mehr Quarzkristall raus, als benötigt. Da müssten wir auch mal gucken, ob das noch reicht. Beziehungsweise man könnte es einfach mal ausrechnen. Machen wir gleich dann mal. Wir machen dann gleich ein bisschen Mathestunde. Zack, zack. Wenn hier alles läuft, das ist ja gleich passiert. Außer man stellt sich so an wie ich. Oh Mann, ich stelle hier Fusionatoren hin. Das ist ja dumm. Ah, das ist dumm. Splittern ist natürlich, ja. Es ist dieses Copy-Paste immer, was ich mache. Auch nicht so gut. Mit der mittleren Maustaste einfach irgendwo drüber. Zack. Hier. Kann man auch ein bisschen Mist bauen, wie ich gerade gesehen habe. So. Brauchen wir auf jeden Fall gleich mal einen Strommasten. Scheiße, der ist voll. Wir stellen mal hier noch einen hin. Das ist bloß gelb, weil es so nah an der Fabrik war, glaube ich. Hoffe ich. Gut. Dann wird das jetzt hier noch einmal fusioniert. Dann schließen wir das oben an. Dann müsste alles funktionieren. Und dann gucken wir mal, ob uns das ganze Quarz und Kupfer überhaupt reicht. Ich gehe davon aus, schon noch. Aber ich denke mal, sowohl beim Kupfer als auch beim Quarz werde ich keine Quantensprünge mehr machen können. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Am sinnvollsten würde ich behaupten, hier einmal drüber. Bisschen aufpassen, dass es auch von der Höhe her passt, aber schaut gut aus. Muss gut ausschauen. So. Das könnte ein bisschen verdammt eng jetzt gewesen sein. Nee, das geht. Sehr gut. Jetzt kommt das ganze Rohquarz. Dann verbinden wir das hier. Dann haben wir eigentlich erstmal alles fertig.
wenn ich genug. Ich könnte natürlich jetzt hier auch mit anderen MK3 Förderbändern weiterarbeiten, aber natürlich nicht, kennt mich ja. Ist hier mehr als genug da. Übrigens, das ist falsch. Hier. Halt, was soll's. Wir könnten mal gucken, wie viel Coupons wir mittlerweile haben. Weil wie wir sehen, wir stellen alleine hier eigentlich fast das komplette Band durch irgendwelche Aluminiumsachen. 46, das ist natürlich gut. Mittlerweile. Ich habe es ja schon vor ein paar Folgen mal gesagt, wir werden irgendwann mal, wenn wir hier fertig sind, die goldene Tasse in der Hand halten. Wahrscheinlich Richtung Wüste dackeln, wenn wir es nicht davor schon müssen, müssen wir mal gucken. Weil da will ich irgendwas bauen, was ganz Großes. Ja, Montage-Leitsystem zum Beispiel, da wo wir 4 Stück brauchen. Dass wir da irgendwas bauen, was nur in den Schredder geht. Dass wir da mal ein paar Punkte bekommen. So, jetzt läuft die Anlage. Das heißt, hier werden jetzt 3 Quarz-Oszillatoren reduziert. Und dann haben wir hier auch alles, genau. Dann haben wir 5 Funksteuereinheiten. Jetzt ist das Problem, die Quarz-Oszillatoren werden hier einmal mit einem intelligenten Splitter aufgesplittet. Weil sonst bekommt der ja permanent zu wenig Quarz-Oszillatoren, bis das Lager da hinten mal irgendwann voll wäre. Das heißt, wenn hier die 50 voll sind, oder 100, ne, wir behalten mal ein bisschen was. Naja, was soll's. Wenn die 100 hier voll sind und das Band voll ist, dann werden langsam aber sicher pro Minute 0,5 Quarz-Oszillatoren hier eingelagert. Das ist natürlich schon viel. Oder was heißt viel? Verdammt. Viel Zeit für extrem wenig. So. Ihr wisst, was ich meine. Gut, und jetzt schauen wir mal uns ganz kurz an, ob das alles überhaupt so funktioniert. Warum kommt hier kein Quarz mehr? Doch, jetzt. Also, wir brauchen hier 100. Sage ich jetzt einfach mal so. Wir machen das jetzt nicht ganz genau. 100. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Anlagen. Mal 22,5. Okay. Bin falsch. Geil. 12 mal 22,5 sind 270. Dann wären wir mit denen bei 370. Plus hier haben wir nochmal mehr, weil es übertaktet ist. 370, 400. Nur nochmal, wir produzieren 600 pro Minute. 400 und wir haben ja noch irgendwo welche abgezwickt. 400. Das Lager wird schon leer. Mhm. Aber der Zug kommt wahrscheinlich gleich wieder. Ja. Und da ist es noch voll. Hoffe ich. Ja. Aber trotzdem, wir sind bei 400. Ein bisschen Futter mitnehmen. Wir werden dann bald mal wieder irgendwann eine Tour gehen. Jetzt haben wir ja alles, Munition und so weiter und so weiter. So, hier. Ich glaube, das ist nicht so viel, was wir hier brauchen. Ja, 2 Anlagen nochmal. Mit 50, okay, ungefähr. Also wir haben ungefähr noch 450... Ne, wir haben 450 im Verbrauch, ungefähr noch 150 in Kapazität über. Gut, dann, wir müssen mal ganz kurz gucken, wie am Kupfer jetzt. Ah, wahrscheinlich, ich gehe mal kurz wieder zurück zum Jetpack. Ich finde das irgendwie angenehmer, um Strecken zu hinter... oder abzugrasen. Ihr wisst schon, was ich meine. Heute bin ich wieder ein bisschen, baller. Also wir fangen jetzt von hinten an, das ganze Kupfer zusammenzuzählen und schauen mal, was wir dann noch brauchen. Und dann müssen wir beten, dass es reicht, aber wahrscheinlich schon. Und vielleicht haben wir bis dahin die 50
Funksteuereinheiten, das wäre natürlich geil. So, also hier ist das letzte Mal, wo wir Kupfer brauchen. Das heißt, fünfzehn, 45, 60, 75. Du Scheiße, und hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 und 75 sind 200. Okay. 200. Dann haben wir da unten nochmal einen Kupferverbrauch. Wir müssen aufpassen, das Förderband gibt es 480 her. Es kann sein, dass wir das nochmal ein bisschen ändern müssen. Hier haben wir nochmal 40, dann sind wir bei 240. Hier haben wir. Das ist Förderband. Sonst keinen Verbraucher mehr angeschlossen. Das heißt, wir könnten ja noch mehr anschließen dann irgendwann mal. Also oben haben wir auf jeden Fall noch was, das weiß ich ja. Kommt es von da hinten Saft aus? Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, ja. Oh, 5 mal 30, das sind 150. Scheiße. Was waren es? 270? 370? 420? Oh. 420. Dann haben wir hier noch mal 50. 470. Das heißt, das Förderband geht gerade so noch. Wir könnten uns das mal anschauen, ob das voll ist. Ja, das ist da, das ist voll. Die Frage ist, produzieren wir auch so viel? Kommt von hier. Von hier kommt es. 470. Okay, Moment mal. Schaut aber verdammt gut aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wird nicht reichen. 11 mal 37,5 sind. Ja, okay. Dann schließen wir da hinten das letzte noch an und dann passt das. Hier haben wir auch immer ein bisschen aufgerundet. Gut, dann haben wir das. Dann ist jetzt hier die Kupferader mehr oder weniger, also die Kupferanlage hier mehr oder weniger erloschen. Wir haben hier natürlich noch mehr Kupfer. Wir könnten die gleiche Anlage nochmal bauen, beziehungsweise noch zweimal. Also Kupfer haben wir gar kein Problem mehr jetzt erstmal. So, Meilenstein. Raumfahrttechnik. 50 Funksteuereinheiten. Schauen wir mal. Heute haben wir viel geschafft. Wir haben noch viel Zeit. Heftig. Dann müssten wir noch anfangen, die KI-Begrenzer zu machen, dass wir dies auch mal haben. Genau. Wir könnten mal ganz kurz gucken. Hier haben wir alles bis auf nichts. Wir haben alles. Hier haben wir alles bis auf die KI-Begrenzer. Turbodraht haben wir mittlerweile auch. Da haben wir jetzt auch alles. Das haben wir. Highspeed-Anschluss haben wir. Okay, wir haben alles.
Das heißt, wir gucken jetzt mal ganz kurz zu den Funksteuereinheiten und holen uns die 50 Stück raus, schalten das frei und danach würde es eigentlich schon weitergehen mit dem nächsten Meilenstein. Weil sonst können wir nichts mehr machen, außer die KI-Begrenzer. Beziehungsweise ist die halbe Wahrheit, weil, gucken wir gleich vor Ort mal, wir können ja noch in der MAM freischalten, zum Beispiel den Supercomputer und so. Also gut, wie viel sind da? 34, das ist nicht ganz so viel. Aber du läufst schon zu 100%, oder? Ja, 93. Es geht jetzt hoch auf 100. Okay, passt. Dann stellen wir jetzt hier mal eine MAM hin. Und gucken uns das Ganze mal an. Hier. Dazu bräuchten wir die KI-Begrenzer. Und sonst... Radarturm wäre mal eine Sache, könnten wir mal machen. Ja, tatsächlich nur noch die... Supercomputer. Und dazu bräuchten wir KI-Begrenzer. Wir könnten mal gucken, KI-Begrenzer, wozu brauche ich die eigentlich? Außer für die intelligenten Splitter und so ein bisschen zum Forschen und Freischalten. Zum Bauen brauche ich es eigentlich so gut wie gar nicht. Oder? Nee. 25 Kupferblech. Uiuiuiuiuiui. Scheiße. Und 100 Turbodraht. Beim Turbodraht muss man mal ein bisschen aufpassen, ob wir da zu viel haben. Überschuss. Weil ich glaube, da müssen wir so eine neue Anlage anzapfen. Oder, was heißt anzapfen? Neue Anlage bauen. So, wie schaut es denn jetzt hier aus? 42. Dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz kleine Pause, bis wir 50 haben und dann geht's weiter. So, wir haben unsere 50, 52 sogar schon, heftig. Die zwei lagern wir wieder ein. Und dann schalten wir das jetzt mal frei und dann gucken wir mal, wie es theoretisch weitergeht. Wir haben ja uns schon festgelegt, auf jeden Fall die KI-Begrenzer. Ob wir die Supercomputer jetzt schon brauchen... Ich befürchte es. Zum Freischalten auf jeden Fall schon. Gar keine Alugehäuse dabei, oder? Ich Dummkopf. Natürlich nicht. Meine Güte. So, aber wir könnten trotzdem gleich mal gucken. Also, dann sind wir ja hier mit Schutzanzug noch. Okay. Das wäre interessant, dass wir das noch machen. Und hier geht es dann los mit der ganzen Atomkraft. Wie schon gesagt, hier brauchen wir die Supercomputer. Verbesserte Aluminiumproduktion. Hier haben wir den Quellkompressor. Das könnten wir dann auch schon machen, wenn wir die wieder haben. Hier brauchen wir auch die Supercomputer. Und hier brauchen wir schon die Turbomotoren. Also wird es wahrscheinlich Sinn machen... Luft- und Raumfahrttechnik, Schutzanzug. Und dann könnt ihr mal gucken. Verbesserte Aluminiumproduktion. Allerdings, was will ich damit jetzt schon? Vielleicht machen wir erst die Atomkraft. Dazu bräuchte ich aber erstmal einen Supercomputer. Ja, das finden wir dann erstmal raus. Gut. Also, ich hole jetzt mal die Bleche, also die Aluminiumgehäuse. Dann brauche ich noch ein... Filter. Die müssten hier irgendwo rumfliegen. Hier. Genau. Und ich brauche 250 Alugehäuse für die Freischaltung vom Schutzanzug. Wir brauchen auch nochmal 50. Solange du immer schön voll kommst, passt das. Muss er ja theoretisch auch, weil wir brauchen ja gar keine 600 Rohquarz. Bauxit müsste auch passen. Läuft ja auch alles ziemlich gut. Aber das erste Mal, seitdem ich spiele, dass die Aluminiumproduktion wirklich so gut läuft. So durchgängig gut. Das liegt halt jetzt auch daran, dass ich den überschüssige oder das überschüssige Wasser anderweitig verwertet habe.
Das ist gut, das ist eigentlich eine gute Idee gewesen. Und zwar in Kohlekraftwerke. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ja. Die Frage ist, geht das halt immer und überall? Ja, theoretisch eigentlich schon. Aber jetzt haben wir dann irgendwann endlich mal meine Drohnen, obwohl ich jetzt noch gar keine Verwendung dazu hätte. Ja, höchstens, wir starten jetzt dann schon langsam mal so mit dem Bau von den großen Lager. Es fehlen mir die Motoren. Geil. Also gut. Ach, kommt schon. Naja. Jetzt aber. Gut. Dann schalten wir jetzt noch ganz schnell. Finden wir gar nicht. 15 Minuten müssen wir es warten. Naja, gut. Dann fangen wir schon mal mit den KI-Begrenzern an. Aber ich würde jetzt mal ganz kurz gucken, und zwar Transport. 10 Funksteuereinheiten, das ist easy, kein Problem. Highspeed-Anschluss, das haben wir alles. Die Drohne, okay, das ist kein Problem. Hier brauchen wir halt immer zwei KI-Begrenzer, die ich theoretisch auch mit der Hand machen könnte. Das heißt, wir brauchen pro Strecke, wir könnten das mal oben reintun, zwei Plätze, klar, Start- und Landeplatz. Mehr oder weniger. 40 Highspeed-Anschlüsse, 21 Funksteuereinheiten, zwei KI-Begrenzer. Und ein bisschen modulare Rahmenschwerde. Ja, das geht schon. Das geht schon. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie wir es mit den KI-Begrenzern machen. Da brauchen wir jetzt erstmal nicht so viel, oder? Moment mal, bin schon wieder leicht verwirrt gewesen. Wir wollten doch auch noch freischalten. Supercomputer. Jetzt ist die Frage. Ja, ich mache die KI-Begrenzer nicht mit der Hand. Könnte es sein, dass wir da natürlich welche brauchen, dann zur Produktion. Entschuldigung. Hat schon wieder 10.000 Grad draußen. Unglaublich. Also gut, wir haben hier unser Turbodrahtlager. Da kommt aber nicht. Also das ist voll. Aber da kommt natürlich nicht allzu viel Überschuss an. Aber ich kann es ja trotzdem benutzen, weil sonst nutze ich es ja wirklich gar nicht. Das würde bedeuten. Da hinten blinkt ein Lämpchen rot, das ist nicht gut. Kein Rezept eingestellt. Dumm. Kupferbahn? Moment mal. Ach, doch, passt schon. Ach so, wir nehmen das Kupfer ja von unten weg. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel Kupfer über. Ein bisschen hätten wir noch. Egal. Auf jeden Fall kommt jetzt wieder ein bisschen mehr Turbodraht. Also ihr wisst schon, wir haben jetzt unten die eine Erzquelle mit Kupfer. Da wird ja schon die Anlage hier produziert, wo wir gerade eben unten waren. Die ist ja jetzt komplett weg. Und hier wird auch nochmal Kupfer produziert. Aus dem gleichen Kupfererz. Ein bisschen würde noch gehen, allzu viel glaube ich aber nicht mehr. Das heißt, langsam aber sicher bekommen wir dann doch ein Kupferproblem. Aber noch nicht jetzt. Also Konstruktion, ne Quatsch. Fabrikator, jetzt ist die Frage, wie viel KI-Begrenzer brauchen wir denn? Nicht so viele. 5 Stück würden eigentlich reichen. Und im Zweifel übertakte ich. Das heißt, wir nehmen die jetzt mal von hier raus.
Das müsste passen. Aber es kommt halt auch nicht allzu viel Überschuss. Das ist ein bisschen das Problem, obwohl jetzt wieder auch noch mehr Turbodraht kommt. Aber ihr seht schon, das sickert hier alles da rein. Allerdings muss man sagen, sind das hier. Ach so, Moment mal. Was mir gerade auffällt, ist. Ist eigentlich doof. Wenn jetzt das Lager ist vollgelaufen, dann bringt mir meine ganze Konstruktion hier nichts mehr. Dann geht jetzt alles rüber zur Produktion für die Munition. Und dort wird es dann geschreddert. Das heißt, es wird hier auch niemals ein bisschen weniger Turbodraht. Ja, gut. Schauen wir mal. Bekommen wir schon hin. Ein paar E-Begrenzer brauchen wir jetzt auch nicht so oft, hoffe ich. Und doch mal 25 Kupfer. Gut, das könnten wir für. Ah, das würde schon noch gehen. Allerdings. Kupferbleche, 25 Stück. Das müsste ich dann von hier nehmen. Das machen wir gleich mal. Beziehungsweise, Moment mal, wir schauen eher, wie ich das hasse mit diesem Schweberucksack. Dass er von alleine fliegt. Und ich weiß ja nicht. Manchmal sagt man Steuerung drücken, manchmal C. Er macht nichts. Er fliegt einfach weiter. Ich kann. Bloß hoffen, dass er. Ach, das ist doch scheiße. Das Wasser müsste eigentlich reichen. Das heißt, dann haben wir hier eine Schnecke rein. Und hier drüben. Dann haben wir jetzt auch ausreichend Kupferblech. Also, wenn er sich. Ach so, okay, passt. Solche Faxen nochmal macht, dann bin ich tot. Hier unten drunter ist nach wie vor die erste kleine Anlage für Turbodraht. Die muss ich mal abreißen. So, dann machen wir das mal weg. Oh. So, dann kommt hier ein Splitter her. Und der geht dann einfach da hinten rein. Und genau da ist jetzt der Strommasten, oder? Scheiße. Und wieder eine Kiste. Mist. Dann gehen wir noch ein Stück weiter. Ja, hier ist jetzt genau der Fuß, aber egal. Der soll nicht stören. Das heißt, ich muss jetzt hier mal so durch. Ja, das geht. Das müsste gehen. So, hier macht es natürlich wieder Sinn, den Schweberucksack zu nehmen. Naja, KI-Begrenzer Marsch. Bisschen sehr chaotisch wird alles gewesen wieder. Aber wir haben heute viel geschafft. Viel zu Kleinigkeiten auch fertig gemacht. Das ist schon ganz okay. Habe ich 500 Draht einstecken? Nö, nehme ich gleich mal mit. Da bin ich jetzt gespannt, wie schnell das hier leer wird. Vor allem, weil ich auch immer was mit der Hand noch rausnehme. Ist zwar nicht viel, aber. Ich brauche sie auch theoretisch nicht mehr. Ich habe sie eigentlich bloß gebraucht für die MK2-Strommasten. Die kann ich ja mittlerweile so machen. Da kann ich mir auch gleich nochmal einen Stack Highspeed-Anschlüsse mitnehmen. Dann werden die nicht alle vernichtet. Funksteuereinheiten werden produziert. Das heißt, langsam aber sicher geht es Richtung Uran. Ah, das ist schon, also im Vergleich zu meinem ersten Durchgang ist es eine ziemlich kleine Anlage hier alles. Ich bin immer noch im Grasland, hab nicht wirklich expandiert, hab hier mit Sicherheit auch noch einige an Ressourcen. Ich weiß, dass da hinten auf jeden Fall nochmal irgendwo Eisen ist und Kupfer haben wir auch noch eine freie Quelle.
Okay. Naja, das Einzige, was wir halt geholt haben, war das Öl, logischerweise, und das Bauxit, weil das gibt's halt einfach hier nicht. Aber sonst schaut das eigentlich ganz gut aus. Würde ich sagen. Gut, Leute. Dann war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.